Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann wären CDU und CSU strahlende Sieger. In der Corona-Krise ist die Bundeskanzlerin beliebt wie nie. Auch der trockene Finanzminister bekommt gute Noten. Nur seine Partei, die SPD, kommt nicht aus dem Tief. Für die Opposition ist die Pandemie keine gute Zeit. Denn die Maßnahmen gegen die Krise wurden erst einmal gemeinsam getragen. Aber was ist, wenn der Konsens schwindet? Und wie geht man um mit Protesten gegen den Lockdown? Auf der Suche nach Antworten. Parteien in der Corona-Krise, unser Thema in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Schönen guten Abend, ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Hier im Studio begrüße ich Ulrich Deppendorf, ehemaliger Studioleiter und Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio. Jetzt ist er Herausgeber des Hauptstadtbriefs am Sonntag, der Berliner Morgenpost. Schönen guten Abend, Herr Deppendorf. Ja. Und herzlich willkommen, Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Tageszeitung Die Welt. In seinem Buch Die Getriebenen, Merkel und die Flüchtlingspolitik, da beschreiben Sie ja die letzte große Krise der Politik. Schönen guten Abend. Und ich begrüße aus Tutzing zugeschaltet Professor Ursula Münch, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr in München sowie eben Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Schönen guten Abend, Frau Münch. Guten Abend, Frau Plötzner. Und in Bonn ist uns zugeschaltet Reinhard Schlinkert, Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts Infratest DIMAP. Schöne Grüße ins Rheinland. Guten Abend, Herr Schlinkert. Guten Abend. Wir schauen uns gleich auch einige Umfrageergebnisse etwas genauer an. Herr Alexander, Sie haben die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin sehr kritisiert. Jetzt gibt es eben die neue Krise, die Corona-Krise. Die Kanzlerin hat sehr hohe Beliebtheitswerte. Was macht sie jetzt besser? Ich glaube, es gibt etwas, was es tatsächlich fundamental unterscheidet. Damals, 2015, 2016, haben viele Leute die Regierung als nicht handelnd erlebt. Also es passierte etwas und die Regierung hat immer gesagt, da kann man nichts machen, das kann man nur managen. Jetzt passiert wieder was Dramatisches und die Regierung handelt. Und zwar happig. Also wir haben eine große Einschränkung von Freiheitsrechten. Wir haben aber auch eine Menge Maßnahmen in der Wirtschaft. Die Regierung handelt und die Leute finden es gut. Die finden es richtig. Also eine aktivere Regierung, ist das eine Lehre aus der Flüchtlingskrise? So weit würde ich jetzt die Vergleiche nicht ziehen, weil das sind ja doch zwei sehr unterschiedliche Phänomene. Aber tatsächlich, die Regierung handelt. Die Regierung handelt sogar proaktiv. Also bevor das Virus sozusagen in der ganzen Breite da war, wurden ja schon Maßnahmen getroffen. Und Frau Merkel kommuniziert auch anders. Frau Merkel hat eine Ansprache gemacht im Fernsehen. Frau Merkel hat regelmäßig Pressekonferenzen gemacht. Also ihr ist da auch aus ihrem Umfeld gut zugeredet worden. Und das sind eine Veränderung, zwei wesentliche Veränderungen, die sich, glaube ich, auch in den Zustimmungswerten widerspiegeln. Herr Deppendorf, würden Sie der Kanzlerin und der Bundesregierung auch so uneingeschränkt Lob zollen wie Herr Alexander? Also in dem Fall würde ich sagen, ja. Das ist in der Tat ein Unterschied zur Flüchtlingskrise. Es hat sicherlich Frau Merkel auch gemerkt, dass sie einfach kommunizieren muss. Das muss aber jetzt auch weitergehen. Also das kann jetzt nicht aufhören. Denn ich meine, kein Mensch weiß, wie das weitergeht. Wir reden ja auch heute Abend im Prinzip in einem Zwischenstadium. Die Corona-Krise ist noch längst nicht vorbei. Es kann noch eine zweite Welle geben. Also da kann noch viel passieren. Aber ich glaube, die Kommunikation war diesmal auch entscheidend. Und sie hat genau das, sie hat gehandelt. Sie hat erst Herrn Spahn handeln lassen und dann ab einem ganz bestimmten Zeitpunkt ist sie selber hingetreten und vor die Kameras getreten. Das ist das, was ich damals, das muss ich sagen, bei der Flüchtlingskrise auch vermisst habe. Ja. Frau Münch, wie bewerten Sie das Handeln der Regierung im Moment, das ja anscheinend eine große Unterstützung erfährt bei der Bevölkerung? Grundsätzlich ebenfalls positiv, aber natürlich kommt jetzt, oder wir sind mittendrin in einer viel schwierigeren Phase. Wir haben jetzt die Phase, dass natürlich die Maßnahmen sehr unterschiedlich ankommen. In der ersten Phase, in dem sogenannten Shutdown, waren wir alle gleichermaßen betroffen. Da war auch hohe Zustimmungswerte, auch aufgrund des internationalen Vergleichs. Und jetzt in dieser zweiten Phase ist meines Erachtens alles schwieriger. Und jetzt kommt eben ja auch die Kritik, weil jetzt sieht man Ungleichbehandlungen, weil eben Sachverhalte zum Teil unterschiedlich sind, weil Interessensgruppen unterschiedlich auf Probleme aufmerksam machen. Und wir erleben jetzt Neidgefühle, wir erleben Gerechtigkeitsdebatten. Und jetzt kommt erst so die richtig schwierige Phase für die Regierung, weil jetzt noch viel mehr erklärt werden muss. Das Blöde ist nur, dass nicht mehr alle zuhören. Okay, bevor wir mit Herrn Schlinkert weitermachen, schauen wir einmal genau auf diese Sonntagsfrage. Wir haben
haben die natürlich gefragt, wenn ja eben Bundestagswahl wäre, um das mal schwarz auf weiß zu sehen, dann käme die Union auf 38%, die SPD auf 15%, die AfD auf 10%, die FDP auf 6%, die Linke auf 7% und die Grünen auf 18%. Also die Union ganz klar der starke Sieger bei der Sonntagsfrage. Und wenn wir dann weiterschauen nach der Beliebtheit, die Frage eben, warum ist oder wer ist im Moment am beliebtesten von allen Politikern, dann sieht es so aus. Zufrieden mit der Arbeit von Angela Merkel sind 68%, das sind 4% mehr. Starke Zufriedenheitswerte hat auch Olaf Scholz, 59%. Der Gesundheitsminister Spahn, 56% sind zufrieden mit ihm, mit dem Wirtschaftsminister 53%, mit dem Innenminister 48% und mit dem Arbeitsminister Heil 40% plus 16%, also ein hoher Zuwachs. Herr Schlinkert, wenn wir das sehen, die starke Sonntagsfrage und die starke Beliebtheit der Kanzlerin, sind das Werte, die sehr ungewöhnlich sind in der ganzen Amtszeit von Merkel? Naja, ganz ungewöhnlich ist nicht. Merkel hatte in 2017 auch ähnlich hohe Zustimmungswerte, aber seit der Zeit eigentlich gar nicht mehr. Aber lassen Sie mich noch ein Wort zur Sonntagsfrage sagen. Was ich auch interessant und bemerkenswert finde, ist, wenn wir Anfang Januar gefragt haben, welche Partei würde sie wählen, da hatten wir die Union bei 27%. Aber damals gab es nur ein Viertel der Menschen, die behaupteten in der Umfrage, dass sie sich entschieden haben und wüssten, was sie wählen sollen. Das ist jetzt bei der Umfrage im Mai auf 35% angestiegen. Also bei allem, was wir haben, gibt es halt doch noch eine Verunsicherung von den Menschen, wie es denn nun weitergeht. Und sicherlich hat sich Merkel, die ja schon ziemlich weit unten war, besonders in der Flüchtlingskrise und ihre Handlungsunfähigkeit vorgeworfen hat, mit diesem Vorgehen in dieser Corona-Pandemie doch wirklich wiederbelebt. Was ist dann ein Punkt, wo Sie sagen, nach welchen Kriterien entscheiden denn Menschen? Gibt es da Punkte, wo man sagt, das ist ein Punkt, wo Sie sagen, ja, deshalb wähle ich die CDU oder deshalb wähle ich die SPD? Naja, wir haben ja lange Zeit erlebt, dass in Deutschland immer 85% der Menschen sagten, mir persönlich, meine persönliche wirtschaftliche Lage ist gut. Uns ging eigentlich ja nur darum, den Wohlstand zu wahren und zu verwalten. Und plötzlich über Nacht ist alles anders. Auf einmal ist man mit der Bundesregierung wieder zufrieden, war man vorher nicht. Auf einmal hat man allerdings nicht Sorge um seine eigene persönliche wirtschaftliche Lage in starkem Maße, sondern auf einmal hat die 3/4 der Bevölkerung Sorge, was mit der Wirtschaft passiert. Bei den Nachrichten, bei den Fakten ist ja auch kein Wunder. Und nun wird sich zeigen in den nächsten Wochen, ob denn das, was viele Jahre lang völlig uninteressant war für die Wähler oder nebensächlich, ob nun die Kompetenzen der Parteien wieder gefragt werden, ob die CDU mit Wirtschaft punkten kann, ob die FDP mit Wirtschaft punkten kann oder ob das Thema, was die letzten Jahre uns ja beherrscht hat, Klimawandel und Kampf dagegen und Luftverschmutzung, ob das den gleichen Stellenwert wieder haben wird, wie es vor einem Jahr der Fall war. Herr Deppendorf, Sie beobachten Politik natürlich auch schon sehr lange. Ist das ein Punkt, wo man sagt, wahre Stärke, politische Führungsstärke zeigt sich eben in der Krise? Gibt es da vergleichbare Beispiele, wo man sagt, ja, dann wächst jemand auch wirklich? Also vergleichbare Beispiele fallen mir jetzt sozusagen spontan in einer solch schwierigen Situation nicht ein. Aber wir hatten zum Beispiel bei der ganzen Ostpolitik, als Willy Brandt damals da war, das war auch Führung, auch gegen zum Teil viel Widerstand in der Bevölkerung. Aber eine solche Situation hat es ja noch nie gegeben. Aber wir sehen halt hier, dass jemand, der, wenn auch bedächtig, auch durchaus zugeben, dass er nicht alles weiß und sich auch zugibt, dass er auch sich auf andere verlässt, bei den Leuten mehr Vertrauen hat als einer, der sich wie in Amerika hinstellt oder wie Boris Johnson in England und dort, ich sag mal, flotte Sprüche verkauft und unglaubliche Experimente oder Rezepte verteilt. Also das merken die Leute schon. Und eigentlich, glaube ich, war es immer so, dass in ganz schwierigen Krisen haben die Leute dann doch eher der Regierung vertraut als sozusagen den Parteien in der Opposition. Und wenn Sie jetzt hier das Gefühl haben, die Regierung macht das gut, dann sind das die Ergebnisse, die wir gerade gesehen haben. Aber ich sage genauso wie Reinhard Schlinkert auch,
und wie Frau Münch, das wird jetzt die nächsten Wochen und Monate, die werden jetzt die ganz große Bewährungsprobe werden. Denn, wie gesagt, nochmal, wir wissen nicht, wie es weitergeht, auch nicht mit der Wirtschaft. Das ist wahr. Was könnte ein Punkt sein, Herr Alexander, wo Sie denken, da könnte dann auch auf einmal eine große Unzufriedenheit mit der Regierung entstehen? Naja, irgendwann ist, platt gesagt, das Geld alle. Noch kommen wir ja aus einer Situation mit vollen Kassen, wo einfach ausgegeben werden kann. Also zum Beispiel, jetzt haben wir Kurzarbeiteranträge für 10 Millionen Leute. So, das bedeutet, dass irgendwann die Bundesagentur für Arbeit kein Geld mehr hat. Dann muss der Bundeshaushalt nachschießen. Und dann bekommt man natürlich Verteilungsdebatten. Und wenn man Verteilungsdebatten bekommt, entstehen Leute, sind Leute unzufrieden, weil die kann man nur auf einer Seite lösen. Das ist aber in einer Demokratie der normale Vorgang. Also, dass man in der Krise sozusagen ein Volk hat, das sich ein bisschen der die Regierung schart, ist das eine. Aber wenn dieser Zustand über Jahre anhielte, das wäre ja gar nicht normal. Also, wenn wir in eine Debatte kommen, wie verteilen wir die Lasten dieser Krise, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich meine, dafür haben wir eine Demokratie. Aber dann wird letztendlich die Rechnung aufgemacht oder dann muss man gucken, eben wer was bezahlt und wer letztendlich... Das ist eine Frage der Argumentation auch und der Kommunikation nochmal, vielleicht sogar mehr als jetzt. Das ist ja jetzt schon absehbar. Also wollen wir die Krise weiter lösen, indem wir vor allen Dingen auf die Verteilung von staatlichem Geld setzen, das dann irgendwann durch ganz viele Kredite oder durch Steuererhöhungen wieder reingeholt werden muss? Oder wollen wir vielleicht sagen, wir ändern etwas, dass auch wieder mehr Wachstum entsteht? So. Und darüber muss man sich dann politisch auseinandersetzen. Okay, dann kommt die wirkliche Auseinandersetzung. Herr Schlinkert, Sie wollten dazu was sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, das beunruhigt die Menschen natürlich in hohem Maße, die Frage, wie geht es mit der Wirtschaft weiter, weil sie natürlich schon wissen, dass ihr eigenes Wohlergehen davon abhängt. Und sie schauen auch nach Amerika. Aber es ist nicht das einzige Thema, was ihnen Sorge macht. Es war ja lange Zeit, da hatten wir ja das Thema Arbeitslosigkeit und Bildung ganz oben auf der Agenda. Und jetzt kommt das Thema wieder. Zwei Drittel der Menschen sagen, wir machen uns Sorgen, dass die Kinder durch diese eingeschränkten Betreuungs- und Schulangebote in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden. Das ist, glaube ich, der nächste große Diskussionspunkt, der entstehen wird. Und natürlich sagen die Leute, wieso können wir bald vielleicht nach Frankreich in Urlaub fahren und unsere Kinder können nur tageweise in der Schule. Das wird eine große Aufgabe sein, außer der Frage der Wirtschaft, auch die Bildungsfragen und den Zugang zu den Bildungseinrichtungen wieder zu regeln. Mhm. Frau Münch, was denken Sie, was ist in der Kommunikation gut gelaufen und was vielleicht nicht so gut gelaufen? Also insgesamt gut gelaufen, da stimme ich Vorrednern zu, ist, dass die Bundesregierung und die Kanzlerin sich nicht dargestellt haben als die Allwissenden, als diejenigen, die das Patentrezept haben, sondern die deutlich gemacht haben, wie die jeweiligen Regierungsmaßnahmen, wie die zustande kommen. Dass es einerseits das Ergebnis von Beratung ist, von wissenschaftlicher Beratung ist, von Abwägung auch im föderalen, in der föderalen Auseinandersetzung und dass dann auch meistens richtig, nicht immer, erklärt worden ist, warum dann auch ein Umschwenk stattfindet. Aber genau da, bei diesem letzten Punkt, diesem Umschwenk, also da hat man dann schon gemerkt, da hat dann die öffentliche Kritik auch zugenommen, weil dann nicht mehr verstanden wurde und nicht mehr nachvollzogen werden konnte, warum ist jetzt zum einen zunächst mal eine Verdoppelungsrate, warum spielen dann irgendwelche besonderen Faktoren eine Rolle. Und da finde ich, da ist es dann schwieriger geworden, das zu erklären. Und da kommt dann die Kritik, weil die Leute dann die Wahrnehmung haben, naja, die Zahlen sind doch offensichtlich gar nicht so schlecht. Warum müssen wir jetzt diese Einschränkungen hinnehmen? Und also diese Abwägung deutlich zu machen, man hat nicht das Patentrezept, aber man lässt sich beraten, man verständigt sich untereinander. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, es funktioniert, aber auch das wird jetzt natürlich wiederum schwieriger werden. Ja, aber es ist sehr interessant, weil es ganz klar war, dass die Politik sich von der Wissenschaft beraten ließ und dass sie auf andere gehört hat und selber nicht allwissend war, sozusagen. Herr Deppendorf, ist das was man auch aus dieser Krise lernt, dass es eben was Positives ist, wenn Politik nicht alles, nicht immer sagt, wir wissen alles? Ich glaube ja. Ich glaube, das war auch zum ersten Mal der Fall. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwo mal politische Köpfe gesagt haben, also wir lassen uns jetzt beraten und wir wissen noch nicht genau, wo es hingeht. Wie gesagt, es ist ein Ausnahmefall, aber ich glaube, das ist schon etwas, was die Leute auch gespürt haben, auch gemerkt haben. Vielleicht nicht immer sofort richtig kommuniziert. Dann gab es natürlich auch, ich sag mal, auch unser eigenes Metier hat ja kräftig dazu beigetragen. Dann kamen so Geschichten wie, wer ist der beste Virologe in Deutschland? Können Sie abstimmen?
Das sind alles so kleine Scherzchen, die da gemacht wurden. Also, aber grundsätzlich, glaube ich, ist das ein Weg gewesen, der richtig war und der auch für die Zukunft durchaus akzeptabel sein kann und möglicherweise auch machbar sein wird. Ja, bei der Klimadiskussion ließ man sich ja nicht so gerne von Wissenschaftlern beraten. Ich glaube nicht, dass das Neue ist, die wissenschaftliche Beratung, weil auch in der Euro-Krise hat Frau Merkel und Herr Schäuble haben ja nicht aus so einem hohlen Bauch entschieden, die haben ja auch auf Ökonomen. So, dass diese, aber die waren öffentlich nicht so sichtbar. Die waren nicht so sichtbar. Das ist das Neue. Ja. Also, dass Herr Drosten einen täglichen Podcast hat, wo man eine halbe Stunde lang so eine Art als Bürger auch so ein Briefing bekommt. Oder dass das Robert-Koch-Institut, was eigentlich eine nachgeordnete Behörde ist, nicht nur einfach nach oben berichtet, sondern dreimal, viermal die Woche eine Pressekonferenz macht. Das war sozusagen das Neue. Aber um so ein bisschen Wasser in den Regierungswein zu schenken, sind natürlich Fehler gemacht worden. Also beispielsweise, jetzt haben wir hier eine de facto Maskenpflicht. Wir sind heute hier durch das Hauptstadtstudio gelaufen, alle Mitarbeiter hatten Masken auf. Wochenlang hat die Bundesregierung kommuniziert, die Masken bringen es nicht, die taugen es nicht. Also das war eine falsche Kommunikation. Und dann ist die App nicht da. Die Bundesregierung hat mehrere Versuche gemacht, zu dieser App zu kommen. Die stand im ersten Entwurf des Infektionsschutzgesetzes von Herrn Spahn, ist nicht durchgekommen. Dann wurde versucht, eine zentrale Lösung zu machen. Jetzt ist man auf eine dezentrale Lösung gekommen. Wir wissen gar nicht, warum. Hat man Angst vor den Datenschützern oder rücken Google und Apple die Schnittstellen nicht raus? Also auch da, es ist nicht so, dass hier die Regierung 1+ mit Sternchen gemacht hat. Ja, okay. Es wäre ja auch verwunderlich, wenn da keine Fehler gemacht würden. Es stinkert. Weil die Kollegen, die zugeschaltet sind, haben es ein bisschen schwerer. Das stinkert. Ja, nur die Hälfte der Menschen in Deutschland sagt, ich würde so eine App gar nicht wollen. Und auch die gleiche Menge, 50-50 etwa, sagen, diesen Immunitätsausweis, den finden wir auch nicht gut. Dann hat eine Regierung es natürlich doppelt so schwer und muss zweimal nachdenken, was sie tut. Ich wollte aber noch mal ein Wort zur SPD sagen. Genau, da kommen wir jetzt drauf. Genau. Die Frage ist nämlich... Die Partei drin. Über Nein, aber die Frage, ist es gut, dass wir in einer großen Koalition sind, Herr Schlinkert? Können wir da, ist das gut für den Moment? Das war die Frage an Sie. Ist das wie wichtig oder was macht das für einen Unterschied, dass wir eben jetzt in einer großen Koalition sind? Ja, ich wollte nur gerade sagen, große Koalition. Eigentlich könnte man ja erwarten, gut, die SPD hat ein Pünktchen oder zwei zugelegt, aber eigentlich könnte man ja erwarten, in dieser großen Koalition müsste es ja eigentlich so sein, dass der Partner, der ja auch sehr, sehr viel Geld verteilt oder besonders die Geldverteilungsposition innerhalb mit Scholz, dass die als Partei profitieren würden. Passiert aber überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Leute sagen, ja, die Merkel ist gut, hat sich gute Minister geholt. Das gleiche Schicksal hat der Laschet in Nordrhein-Westfalen oder die FDP in Nordrhein-Westfalen. Aber das ist natürlich für die SPD ein essentielles Problem. Sie hat im Osten im Vergleich zu Januar zugelegt, zum ersten Mal, hochinteressant. Aber sie hat es nicht geschafft, irgendwie sich als Partei zu den gleichen Erfolgen durchringen können, wie es die CDU hatte. Liegt vielleicht auch ein bisschen an den Vorschlägen, die Vorsitzenden der SPD machen. Wenn man die vergleicht mit denen von Herrn Scholz, sind sie ja doch leicht unterschiedlich. Ja, wir kommen mal, wir schauen uns das kurz mal an und dann kommen wir direkt zu Ihnen, Frau Münch, zur SPD, und reden über die SPD. Schauen wir noch mal kurz auf die Beliebtheitsgrafik, die wir eben schon gesehen haben. Da sehen wir, Herr Scholz hat eine hohe Beliebtheit, 59%, und auch Herr Heil, da eine große Steigerung, 16% mehr, der natürlich verantwortlich ist, unter anderem für dieses Kurzarbeitergeld, wovon viele profitieren. Und dann schauen wir noch auf die Zweiten, auf die anderen Minister, auch Frau Giffey, 39% plus 7. Herr Habeck mit 35 auch immer noch ganz beliebt. Herr Lindner 27%, Frau Kipping 23%. Und dann Saskia Esken, die Vorsitzende der SPD, nur 14%. Und dazu muss man auch sagen, dass nur 48% der Deutschen sie überhaupt kennen. Sie hat eben eine geringe Bekanntheit noch. Und Frau Weidel 10%. Frau Münch, warum kann die SPD nicht profitieren? Bei der Sonntagsfrage kommt sie auf 15%. Also meines Erachtens hat es nicht nur mit der Juniorpartnerschaft zu tun, das vielleicht ein bisschen auch, sondern es hat vor allem damit zu tun, dass im Grunde ja die SPD-Parteispitze, also Frau Esken und Walter Bojans, dass die selbst im Grunde ja auch diesen Zweifel an der Regierungsbeteiligung der SPD, mit diesem Zweifel sind die beiden in das Amt des Parteivorsitzenden hineingewählt worden, in das Parteivorsitzenden-Duo. Und diesen Zweifel haben sie selbst genährt. Sie haben dann festgestellt,
hoppla, die Regierungsmitglieder der SPD sind die einzigen, die eigentlich populär sind. Aber insofern ist dieses große Fragezeichen, das im Grunde für die SPD ja immer so eine Rolle spielt, dass die SPD immer mit ihrer Rolle hadert und auch mit ihrer programmatischen Ausrichtung. Aber im Grunde trägt der Parteivorsitz das Fragezeichen an der Regierungsbeteiligung selbst vor sich hin. Und das kann natürlich nie zu guten und zu überzeugenden Werten führen. Wenn die Partei selbst nicht von sich überzeugt ist, wie sollen dann die Wählerinnen und Wähler davon überzeugt sein? Das ist ja die Tragik dieser Partei, das muss man ja sagen. In einer solchen Regierungskoalition. Die SPD scheitert zum Teil immer wieder an sich selber. Frau Münch hat das ja schon gerade gesagt. Die beiden Parteivorsitzenden kannte keiner. Die kennt auch jetzt kaum einer. Das muss man sagen. Gut, sie haben sich auch zurückgehalten. Und dann macht die SPD auch wieder etwas. Leider muss man sagen, sie beschäftigt sich dann wieder mit inneren Querelen. Also wenn man diese Geschichte über den Beauftragten für die Bundeswehr, Wehrbeauftragten sich anschaut, warum das, dann kommt ein Vorschlag von Herrn Mützenich, über den man sicherlich gut diskutieren kann. Der Fraktionsvorsitzende? Ja. Der Fraktionsvorsitzende, der kommt wie Kai aus der Kiste raus aus dem atomaren Schirm. Da ist schon mal eine ganze SPD fast dran gescheitert und auch eine Bundesregierung. Also warum das jetzt gerade kommen musste, das muss man sehen. Scholz und Heil machen eine gute Politik. Muss man sagen, Sie sehen das ja auch an Hubertus Heil, der natürlich jetzt, gerade wenn es darauf ankommt, auf Arbeitsplätze, finanzielle Absicherungen, im Moment gute Werte hat. Ob die so bleiben, wenn es noch schwieriger wird, wird man auch sehen. Aber die Tragik ist, die SPD macht es, wie in den letzten Jahren, es sich selbst schwer mit ihrem politischen Leben. Aber gibt es denn noch eine Alternative zu Scholz als Kanzlerkandidat, wenn die SPD überhaupt sich traut, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen, Herr Alexander? Na, sie brauchen doch eigentlich gar keine Alternative. Also wir haben doch die Tabelle gesehen. Da war Herr Scholz der Zweite und die Tabellenführerin tritt nicht mehr an. Das ist doch das Neue, im Gegensatz zu den letzten vier Wahlen. Das heißt, wenn Herr Scholz könnte doch vor die Leute treten und sagen, ihr fandet, dass ihr ganz gut regiert werdet, ich war dabei, Herr Laschet war irgendwo anders und Herr Söder ist von der CSU und dann wollen wir doch mal gucken, wem die Leute die Kompetenz zuschreiben. Und deshalb, ich glaube auch, dass die SPD in der Tinte sitzt, aber die müssen ja nicht drin sitzen bleiben. Also wenn die sich für den Kanzlerkandidaten Scholz entscheiden und Scholz kann sein Programm machen und sie machen so eine Art Scholz-Wahlkampf, dann ist doch völlig egal, was Frau Esken vor 16 Monaten das gefordert hat. Aber die Mitglieder haben nun mal mehrheitlich sich gegen Herrn Scholz ausgesprochen. Man kann ja nicht auch eine ganze, und man hat das ja extra so gemacht mit dieser großen Basisbefragung. Man kann man denn die ganze Mitgliedschaft dann einfach ignorieren? Also wir waren doch alle im politischen Berlin schon auf dem Trip, dass wir dachten, das wird ein Wahlkampf, ein Unionskandidat gegen Herrn Habeck oder Frau Baerbock. Das ist nicht mehr sicher. Die SPD hat tatsächlich die Chance, in diese Herausfordererposition zu kommen. Und das ist doch wirklich interessant. Wollen die Deutschen einen Olaf Scholz, der sicherlich ein spröder Typ ist, der aber massig Krisenerfahrung hat? Ich meine, der war ja schon als Arbeitsminister damals dabei. Na ja. Oder wollen sie einen Habeck, den man ja leicht so ein bisschen in die Rolle des Philosophenkönigs drängen kann? Also ich finde nicht, dass da die Messen für die SPD schon final gesungen sind. Herr Schlenkert, wie sind die Chancen für die SPD, wenn die SPD sagen würde, wir bauen Herrn Scholz auf? Das ist unser, der soll uns rausführen aus der Krise. Also erstmal haben ja nicht alle SPD-Anhänger diese beiden gewählt. Man muss ja sagen, das war eine Stichwahl. Erstmal war es ungefähr 50-50 und dann sind zum Schluss zwei übrig geblieben. Und dann hat sich nur überhaupt die Hälfte der SPD-Mitglieder an dieser Wahl beteiligt. Also man kann sagen, ein Viertel der SPD-Mitglieder hat diese zwei gewählt. Aber es gibt dann noch ein anderes Phänomen. Man könnte immer absehen von der Bundes-FDP und sagen, aber in den Ländern, bei den Länderumfragen, die wir nun auch regelmäßig machen, müsste doch die SPD ganz toll gewinnen. Aber das passiert auch nicht. Schauen Sie sich Nordrhein-Westfalen an oder Bayern oder Hessen. Überall legt die CDU zu, weil sie offensichtlich als einziges Thema im Moment der bessere Krisenmanager ist und bei der SPD es eben von den Menschen nicht gesehen wird, welche Rolle sie außer, wie ich vorhin schon sagte, beim Geld verteilen zusteckt. Also ob der Scholz antritt oder wer auch immer. Die Wahl ist übrigens erst im September nächsten Jahres. Und wir haben schon oft über Wahlen geredet und gesagt, wir sind entschieden. Aber wir wissen auch, dass fast ein Drittel der Bevölkerung sich sowieso erst in den letzten Tagen von der Wahl entscheidet. Ich darf nur an das Elbehochwasser erinnern, als der
Altkanzler Schröder auf einmal wieder ganz vorne stand. Also es ist noch lange hin, anderthalb Jahre. Ja, trotzdem passiert. Noch die Frage, Frau Münch, gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, da müsste die SPD ja anders kommunizieren vielleicht und noch mehr auch ihre Leistungen herausstreichen, die SPD-Mitglieder in der Regierung dann auch machen? Also grundsätzlich bin ich der Auffassung, das macht ja die SPD bereits. Also diese Regierung und auch die einzelnen Minister sind ja sichtbar, aber sie sind als Regierungsmitglieder sichtbar, aber sie sind relativ wenig sichtbar als Sozialdemokraten. Und das hat meines Erachtens tatsächlich mit der Parteiführung zu tun. Also ich bin der Auffassung, wenn ich der SPD was raten dürfte, würde ich raten, also durchaus auch so eine Diskussion nach außen zu tragen, dass diese SPD jetzt tatsächlich nicht nur notgedrungen, weil wir in der Pandemie sind, sondern aus Überzeugung in dieser Bundesregierung ist und damit auch im Grunde die Parteivorsitzenden sich auch selber zu sich selbst Abstand nehmen zu den früheren Positionen. Das muss man nicht wochenlang vor sich hintragen, aber ich finde das schon eine wichtige Botschaft und das kann man unter anderem dadurch machen, dass man tatsächlich auch darüber spricht, mit wem werden wir eigentlich, mit welchem Kanzlerkandidaten der SPD werden wir uns eigentlich präsentieren. Also normalerweise würde ich sagen, das ist vielleicht ein bisschen früh, aber jetzt gerade in dieser Phase zu zeigen, die SPD hat die Botschaft verstanden und die Bundesregierungsmitglieder der SPD machen eine gute Arbeit, vor allem Scholz. Ich finde, das sollte man thematisieren. Und kann eben dann zufrieden sein, dass man doch in der großen Koalition ist. Ich würde ganz gerne mal auf die Opposition kommen, auf die anderen Parteien noch, auf die FDP, auf die Grünen und auf die AfD. Schauen wir noch mal kurz nach der Zufriedenheit der Bürger mit dem Corona-Management, weil wir merken ja jetzt, dass sich das vielleicht auch ein bisschen ändert. Also wie zufrieden sind die Bürger? Eher zufrieden 67% minus 5 und eher unzufrieden 32 plus 5. Also da merkt man eine leichte Verschiebung. Und dann, wo haben wir noch gefragt nach dem politischen Kurs, also inwieweit der die nächsten Wochen wieder sein sollte, soll man an Einschränkungen festhalten? Da sagen 56%, das ist ein wachsender Wert, und 40% sagen, dass sie sind für größere Lockerungen von Maßnahmen, das sind etwas weniger. Herr Schlinkert, wie kommt das, erklären Sie uns das? Also man ist zufrieden, aber man will auch nicht, dass es zu locker wird. Ja, wir müssen uns immer noch vor Augen halten, dass wenn man fragt, ob man Angst vor Ansteckungen hat, ist zwar immer noch so ein Viertel der Bevölkerung, ist die Angst vor großen Ansteckungen hat. Und die Diskussion, die öffentliche Diskussion, die auch in den Medien, ob es gut ist zu öffnen, ob es schlecht ist zu öffnen, die wird natürlich auch ständig geführt. Aber wenn wir uns das auch nochmal nach Parteienhängern anschauen, dann sehen Sie auch, dass die Zufriedenheit jedenfalls mit der Bundesregierung und der Arbeit auch gerade bei SPD-Anhängern sehr hoch ist. 80%, 73% sind mit der Bundesregierung sehr zufrieden. Deshalb ist das, was Professor Münch gerade sagte, ganz wichtig. Die SPD-Wähler sind zufrieden mit der Großen Koalition. Und hier kommt wieder die Urangst der Deutschen, dass man vielleicht doch zu früh ändert. Und wir hatten ja auch zwischendurch schon die Frage mal gestellt in einem Deutschlandtrend, ob man der Meinung wäre, man sollte eine allgemeine Ausgangssperre in ganz Deutschland einführen. Da gab es auch eine große Zustimmung zu. Die Leute sind also sicher wirklich bereit, das Äußerste zu tun, damit es in Deutschland weiter gut geht. Auf der anderen Seite sehen wir aber schon Proteste auf der Straße. Herr Alexander, ist das vergleichbar mit der Diskussion, die wir hatten in der Flüchtlingskrise mit den Anfängen von Pegida? Das sind erstmal zwei unterschiedliche Phänomene. Mhm. Pegida gab es vor der Flüchtlingskrise. Mhm. Und dann glaube ich, dass es auch einen wesentlichen Unterschied gibt. Jetzt haben wir ja die Debatte gehabt, weiter ganz strikt oder einzelne Öffnungen. Mhm. Und diese Debatte hat nicht so sehr im Bundestag stattgefunden, aber schon im politischen System, weil zum Beispiel Armin Laschet ja stark diese Öffnungsposition bezogen hat. Mhm. Und damit haben wir eine Debatte gehabt, wo man nicht eine Position rausgedrängt hat. Und das war bei der Flüchtlingskrise in den ersten Monaten ja doch sehr anders. Damals hatte man auch in der Bevölkerung eine gespaltene Wahrnehmung und im Bundestag bildete sich nur eine Seite ab. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied zu damals. Und wo sehen Sie denn jetzt eine Möglichkeit oder die Rolle der Opposition? Wenn jetzt jemand sagt, der ist kritisch gegenüber dem Regierungsmanagement, dem Krisenmanagement der Regierung. Naja, schauen Sie,
In der letzten Woche gab es im Bundestag diese Fragestunde an die Bundesregierung. Da stand Frau Merkel Rede und Antwort. Und interessanterweise gab es nur ganz wenige Abgeordnete, die tatsächlich zum Kern der Sache vorgedrungen sind. Also ein FDP-Abgeordneter hat gesagt, wann kommt denn die App endlich? Und dann hat er versucht, Frau Merkel zu provozieren und hat gesagt, haben wir die App noch vor der Impfung? Ja? Aber das war einer. Und viele andere haben Zustimmung bekundet. Die AfD ist dann immer in so einer systemoppositionellen Rolle und fordert die Regierung auch nicht. Also wir haben immer noch, das ist aber so ein bisschen in der Natur der Sache einer großen Koalition, eine schmale Opposition. Weil auch, wenn man ehrlich ist, die Grünen diese Oppositionsrolle ja gar nicht mehr annehmen. Die Grünen haben ja so eine Sache wie, die sind so ein Stützrad der großen Koalition. Die sagen, alles richtig, aber wir möchten auch noch Geld für Eltern. Oder alles richtig, wir möchten auch noch das. Ja. Also das ist nicht mehr wirklich eine Oppositionsrolle. Und deshalb ist die eigentliche Opposition so schmal. Herr Deppendorf, wer ist denn die Opposition? Wer hat denn die Oppositionsrolle im Moment? Die FDP? Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube, das sieht man auch an den Umfragen. Die FDP kommt aus dem Tal von, sag mal, 5 bis 7 nicht mehr heraus. Da muss die SPD sich auch mal, FDP sich auch mal fragen, an wem das liegt. Vielleicht an den Parteiführung, vielleicht auch an dem Vorsitzenden. Aber sie wird nicht wahrgenommen als Opposition. Was mich wundert, ist, dass wir bisher überhaupt nicht über Herrn Söder gesprochen haben. Da kommen wir noch zu. Also, das ist ja gut. Keine Angst. Denn der spielt ja auch noch eine entscheidende Rolle. Ja, überhaupt die Rolle der Ministerpräsident, die Fragen den halt Ministerpräsidenten. Eben. So, ja. Und, ja. Also ich sag mal, Opposition, ja. Die AfD ja, ist zwar die stärkste Oppositionspartei, aber ich sag mal, die möchte ich da eigentlich nicht mehr sehr lange gerne erleben. Mhm. Und ja, Sie haben gerade die Proteste angesprochen. Ist eben die Frage, inwieweit sich das ändert vielleicht jetzt. Oder weil Sie haben ja eben am Anfang auch gesagt, wir müssen ja noch sehen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Und es könnte ja auch sein, dass die Proteste größer sind und dass damit auch die AfD wieder eine Chance sieht. Nun schauen wir erstmal, wie die AfD sich jetzt weiterentwickelt. Mhm. Da scheint es ja auch kräftig loszugehen. Gleichzeitig, das war immer so bei den Populisten, dann, wenn es so ganz schwierige Themen gehen, mit ganz einfachen Lösungen kommen. Mhm. Und ich sehe da so schon jetzt auch wieder bei diesen ganzen Veranstaltungen waren Pegida-Leute dabei. Es ist die gleiche Masche, die damals passierte, die passiert jetzt auch wieder. Mhm. So. Aber Opposition, da hat der Alexander recht, ist natürlich bei einer großen Koalition ziemlich schwierig. Und wenn ich dann keine richtig charismatischen Oppositionsführer habe, dann habe ich auch noch ein Problem. Ja, und ein Problem, ich muss ja die ganze Gesellschaft zusammenhalten und am Anfang waren sich auch eigentlich alle einig. Richtig. So, und die Grünen wollen irgendwo auch gerne irgendwo mitregieren, auch vielleicht mal mit der CDU. Also das ist im Moment eine Geschichte, die in der Tat ein Manko ist in dieser ganzen Auseinandersetzung. Herr Schlinkert. Ich wollte nur noch eine ganz wichtige Zahl nennen, dass wir nicht nur sagen, das sind alles nur Querulanten, die da auf die Straße gehen. Wenn wir fragen, ob man Sorge hat, dass die Freiheitsrechte längerfristig eingeschränkt sind, gibt es immerhin 40% in Deutschland, die sagen, ja, das macht mir Sorge. Besonders groß natürlich die Sorgen, 3/4 bei der AfD, über 6% bei der FDP, aber auch bei den Linken sehr viele Leute, außer, wie gesagt, SPD, CDU und Grüne, die machen sich viel weniger Sorgen. Das ist also schon eine ganze Menge 40% in der Republik, die sich Sorgen machen, da kann man auch nicht einfach so drüber wegsehen. Das wäre aber dann ja auch eigentlich klassisch ein Thema für die FDP, also zum Thema Grundrechte, was sie nicht aufnimmt, Frau Mönch. Warum nimmt die FDP das nicht auf? Weil die FDP nicht nur mit ihrer Sitzposition im Bundestag Schwierigkeiten hat. Also da hat man sie ja unglücklicherweise aus Sicht der FDP ganz nah an die AfD rangesetzt. Und manchmal hat man den Eindruck, dass die FDP oder Teile der FDP zumindest auch gar nicht wissen, wie sie mit dieser Vielstimmigkeit der Opposition im Bundestag und auch in den Landtagen umgehen. Man weiß nicht, von wem soll man sich eigentlich abgrenzen, wie weit muss man sich von der AfD abgrenzen, wie weit von den Grünen. Also das ist tatsächlich in einem solchen Vielparteienparlament natürlich auch wesentlich schwieriger. Und dann merken wir, dass natürlich die FDP ein Problem hat, dass auch sie im Grunde so ein Sammelbecken ist. Und da haben wir einen Herrn Kemmerich aus Thüringen, der auf merkwürdige Demonstrationen mitgeht und sich anscheinend verbrüdert. Und wir haben nach wie vor einen bürgerlich-liberalen Flügel, der auf die Freiheitsrechte tatsächlich
wirklich setzt, und zwar nicht nur auf das eigene Recht zu demonstrieren, wie viele der Demonstranten, sondern tatsächlich auf die Bürgerrechte von allen. Also die FDP tut sich da im Augenblick schwer, wo sie überhaupt andocken soll. Wir haben bis vor einigen Wochen haben wir da viel darüber diskutiert, wer denn auch so ein guter Kanzlerkandidat wäre. Wir sind davon ausgegangen, dass wir Ende April einen Parteitag haben bei der CDU. Nachdem die SPD sich lange mit sich selber beschäftigt hat, hat die CDU das auch getan. Das ist alles anders. Der Parteitag wird dann wohl erst im Dezember stattfinden. Schauen wir mal, wer ein guter Unionskanzlerkandidat wäre. Die Liga führt ganz klar an Herr Söder mit 22% Zuwachs im Vergleich zum Februar. Dann kommt Herr Merz, dann Herr Laschet und dann Herr Röttgen. Frau Münch, Sie kennen Herrn Söder gut. Sie sind in München. Wird Herr Söder der nächste Kanzlerkandidat? Ich würde es nicht ausschließen. Also ich gehe davon aus, dass Laschet jetzt CDU-Parteivorsitzender werden kann. Das halte ich für die wahrscheinlichste Variante. Und dann gehe ich davon aus, dass es in der CDU sehr viele gibt, die mit dieser Personalentscheidung unzufrieden sind, die lieber Friedrich Merz gesehen hätten, der aber im Augenblick nicht zum Zug kommen kann, weil er nicht wahrgenommen wird. Und dann könnte ich mir vorstellen, wenn das eintritt, dass tatsächlich Laschet CDU-Vorsitzender wird, dass es dann innerhalb der CDU einen relativ lauten Kreis gibt, der relativ groß ist, der den Wunsch an Markus Söder herantritt. Und dann könnte ich mir vorstellen, dann wägt natürlich Söder und die CSU ab. Und das ist ein Riesenwagnis. Und für die CSU, das muss man meines Erachtens wissen, jenseits bayerischer Grenzen, für die CSU ist die CSU, das CSU-Ergebnis im Bayerischen Landtag immer wichtiger als das Unionsergebnis im Bundestag. Okay. Und deshalb wird dann Söder abwägen und die CSU wird abwägen, ob man tatsächlich dieses Risiko eingeht. Aber ich könnte mir vorstellen, also ich halte es zumindest nicht für ausgeschlossen, und ich gehe davon aus, dass er von der CDU relativ wahrscheinlich gefragt werden wird. Herr Alexander, würden Sie da Frau Münch zustimmen? Wir hatten ja ein bisschen dieses Duell zwischen Laschet und Söder, der eine, der erst vorgeprescht hat, ist und dann wieder bedächtiger war, dann sagte Laschet, ich will da mehr öffnen. Also ist das was der Sache, was Herrn Söder hilft oder Herrn Laschet? Also, dass der bayerische Ministerpräsident immer der Erste sein wird, will in diesem Konzert der Länderfürsten, das ist, glaube ich, auch so, wenn es nicht um eine Kanzlerkandidatur geht. Das ist sozusagen genetisch drin bei den Bayern. Ich finde, gegen das Szenario, das Professor Münch aufgemacht hat, spricht der Zeitplan. Weil wenn die CSU die Unionskandidatur kriegt, muss sie eher von der CDU quasi angetragen werden. Also so ähnlich wie damals, als es ein großes Fremdeln gab mit der Parteivorsitzenden Merkel und als dann Volker Kauder ausgeschickt wurde, und dann wurde es Herr Stoiber. Wenn man sich jetzt vorstellt, die CDU einigt sich im Dezember, wählt Laschet, hebt ihn auf den Schild und soll dann bis Februar so frustriert sein, dass man dann ausrückt und doch Herrn Söder, das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Aber Sie glauben schon, dass Laschet derjenige ist, der die meiste Unterstützung im Moment bei der Union hat? Ja, auch wenn Herr Merz gewinnt, da stellt sich die Frage ja noch dramatischer, weil ein Laschet könnte ja theoretisch noch selber sagen, ich bringe den anderen Mann, weil der erfolgreicher ist. Aber ein Merz, der ja erkennbar antritt, um Kanzler zu werden, also ein Merz, der im Dezember gewählt wird und im Februar sagt, ich habe es mir überlegt, jetzt macht es Herr Söder, das kann ich mir beim Also man, alles ist möglich, das aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das habe ich auch nicht gesagt, Herr Alexander. Ich habe nicht gesagt, dass Herr Laschet dann sagt, das möchte er nicht, sondern mein Punkt war, dass es sehr viel Unzufriedenheit bei denjenigen in der CDU gibt, die sagen werden, wir wollten eigentlich Laschet nicht. Wir wissen, warum Merz nicht zum Zug kam. Und dann ist ja ganz wichtig, über die Kanzlerkandidatur entscheidet nicht die CDU alleine. Herr Deppendorf, was denken Sie, wie wahrscheinlich ist es, dass dann doch der bayerische Ministerpräsident sagt, ja, ich mache das hier in Berlin? Also Frau Professor Münch hat das ja vorhin und letzten Sonntag auch bei uns im Hauptstadtbrief schon mal genauso dargestellt. Söder sieht natürlich auch, die bisherigen bayerischen Kandidaten sind alle gescheitert. Herr Strauß ist gescheitert, Herr Stoiber ist auch gescheitert. Ja, dann könnte er, das ist doch fast Ansporn für jemanden wie Söder, oder? Das erst einmal schafft. Da wäre ich bei Söder auch noch vorsichtig. Ich glaube, es wäre dann schon so, wenn in der Tat die CDU letzten Endes selber merken würde, mit Söder haben wir möglicherweise die besten Chancen, diese Bundestagswahl für uns zu gewinnen. Das wird schwierig. Bei Laschet ging es am besten wahrscheinlich. Bei Merz, der müsste ganz schön zurückdrehen, um das zu machen.
Ich glaube, das ist nicht sozusagen sein erstes Begehr. Ich bin aber auch gar nicht sicher, ob es überhaupt dahin kommt, sondern ob es in der Tat zu Laschet dann am Ende auf Laschet hinauslaufen wird. Dann könnte ich mir in der Tat vorstellen, dass man sagt, okay, wir haben mit Söder die größte Chance. Dann kommt das, was Münch sagt, da muss er entscheiden, Bayern first oder Kanzlerschaft first. Mhm. So. Und das ist, glaube ich, im Moment vollkommen unentschieden, wie das ausgeht. Ja. Wie hoch ist denn der Anteil von Söder an der hohen Beliebtheit der Union, Herr Schlinkert? Weil die Werte sind ja sehr nach oben gegangen. Söder hat wirklich wahnsinnig große Zuwächse. Also ist er wirklich derjenige, wodurch die Union auch bundesweit eben so zugelegt hat? Natürlich hilft die CSU als Union der CDU stark und die CSU hat heftig in Bayern zugenommen, aber die CDU auch in allem. Aber Bayern ist ja nur ein Teil von Deutschland. Und ich kann nur sagen, ich freue mich, dass wir als Meinungsforscher die Begleitung machen können und sehen, wer macht es denn jetzt nun als Kanzlerkandidat. Sicherlich ist eine starke CSU immer ganz, ganz wichtig für das Ergebnis der Union. Aber ob es dann zum Schluss wirklich ein Bayer wird, da muss ich dem Uli Deppendorf beipflichten. Warten wir mal ab. Wie wahrscheinlich oder wäre es auch möglich, dass Angela Merkel doch sagt, weil diese Krise so extrem ist und wir sie das noch nicht so hatten und je nachdem, wie sich das weiterentwickelt und sie so hohe Beliebtheitswerte hat, dass sie noch mal antritt, Alexander? Sie hat das mehrmals ja ausgeschlossen und ich persönlich denke auch, dass sie dabei bleibt. Also ich glaube, das würde nicht zu ihr passen. Und ich glaube auch nicht, dass wir in einem so katastrophischen Szenario sind. Und es würde der Demokratie auch nicht gut tun. Also die Idee, es kann nur diese eine Frau. Und sonst gibt es bei 82 Millionen keinen denkbaren Kandidaten. Und sie muss es jetzt bis 20 Jahre lang machen. Ich weiß nicht, ich glaube, da bricht dann irgendwann auch eine Welle. Ja, wobei sie auch jemand ist, die dann sagt, da bewerte ich jetzt Fakten neu und dann ändere ich meine Meinung. Naja, aber mit welchem Argument soll sie antreten? Es kann nur ich. Mein Vizekanzler Scholz, der vielleicht mein Gegenkandidat ist, ist so unfähig, dass ich, das kann man doch schlecht argumentieren. Also ich glaube auch, dass Frau Merkel entscheiden wird oder entschieden ist, zu sagen, ich höre dann auf. Es gäbe für mich eine einzige Situation, in der diese Pandemie nochmal zurückkommt oder schlimmer wird. Wir eine zweite Welle haben, dass sie dann auch von ihrer eigenen Partei noch mal gedrängt wird. Und da, glaube ich, würde ich dann nicht mehr ausschließen, dass sie sagt, okay, das ist mein Verantwortungsgefühl, da will ich rein. Das würde ihr, glaube ich, am Ende auch die SPD nicht übel nehmen. Aber also es müsste dann schon so kommen. Ansonsten, glaube ich, wird sie dann ihre Tätigkeit als Kanzlerin unter normalen Umständen beenden. Wenn man das vergleicht, wie wir diese Krise handhaben, wie andere Länder diese Krise handhaben, Frau Münch, was würden Sie sagen, was ist eigentlich so typisch deutsch, wie wir das machen? Also das typisch deutsch ist vor allem meines Erachtens etwas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Das ist unser Föderalismus. Den ich als großen Vorteil empfinde. Ich weiß, ich kenne das Wort Flickenteppich, das gern zur Beschreibung benutzt wird. Aber dieses Abwägen, dieses Verhandeln ist ein ganz großer Vorteil von uns, dieses auf Regionen eingehen. Und mit unserem deutschen Föderalismus ist ebenfalls etwas verbunden. Das ist nämlich die Fähigkeit von Verwaltungen, die in der Vergangenheit häufig als Bürokratie immer nur gescholten wurden. Und jetzt merken wir, dass wir überwiegend doch nach wie vor trotz aller Sparmaßnahmen leistungsfähige Verwaltung in den Ländern und in den Kommunen haben. Und das ist dieser ganz große Vorteil. Und wenn ich mit ausländischen Journalisten spreche oder mal mit dem einen oder anderen Generalkonsul, dann sagen die immer, ihr macht das gut. Und bei uns sind viele neidisch, weil ihr diese Verwaltung habt und ihr auch diesen Föderalismus habt. Und ich fände es schön, wenn das auch mal in der deutschen Bevölkerung ein bisschen positiver gewürdigt würde. Also, auch in den Medien. Ja. Also positiver auch in der... Herr Stinkert? Ich glaube... Ja, ganz kurz, Herr Stinkert und dann Herr Bittendorf. Wenn sich das noch einmal anschaut, Angst vor Ansteckung, gibt es inzwischen, da haben nur noch ein Viertel der Bevölkerung große Angst. Das waren 3/4... und mehr noch im Mitte März. Dann die Sorge, dass nicht jeder Erkrankte richtig angemessen behandelt wird.
Da gibt es mal gerade 20%, die in Deutschland wirklich Sorge davon also, haben. Also das sind alles positiv feststellen. Wir kommen zum Schluss, deshalb ganz kurz noch Herr Deppendorf. Ich glaube, eines zeichnet dieses Land auch aus, das war das Gesundheitssystem. Ich glaube, das hat uns vor vielen anderen unterschieden. Und ich glaube, das wird übrigens auch ein kommendes Thema sein. Wie können wir dieses Gesundheitssystem noch verbessern? Wie können wir auch die Kosten für das Gesundheitssystem noch, ich sag mal, besser verteilen und auch die Pflegekräfte und die Ärzte besser bezahlen. Ja. Genau. Vielen Dank für die Diskussion. Genau darüber reden wir nämlich morgen. Was muss sich dann ändern? Wie soll denn die Welt nach Corona aussehen? Die Welt nach Corona, was bleibt anders? Fragen wir dann morgen in der Phoenix-Runde. Jetzt geht's aber bei Phoenix erstmal weiter mit Phoenix der Tag. Konstanze Abratzky führt Sie durch den Abend dort. Bis dann. Tschüss.